Ja, angekommen in Paris, wie man unschwer erkennen kann. Wir sind hier am Trocadero mit Blick auf den Eiffelturm. Der Platz ist fest in Hand der nordirischen Fans. Wollen wir hoffen, dass es heute Abend im Parc des Princes im Prinzenstadion anders aussieht, dass da die deutsche Mannschaft den Ton angibt mit einem Sieg, mit einem klaren Sieg. So hoffen wir, kann die Gruppe Erster werden. Warten wir es ab. Die Zeichen sind gut. Wahrscheinlich wird Mario Götze spielen und auch Mario Gomez. Götze wird wohl auf die Flügel ausweichen. Gomez wird dann den Stoßstürmer geben. Bleibt zu hoffen, dass dann endlich die offensive Durchschlagskraft kommt, die in den ersten zwei Spielen noch vermisst wurde.